Herzblut. Und wie können wir unseren Wohlstand erhalten? Die CDU ist jetzt in der Opposition nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Wir sind jetzt quasi in der Mitte der Legislatur oder ein bisschen schon drüber. Was ist die Alternative? Was will die CDU anders machen? Was müsste jetzt anders gemacht werden, um den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland wieder fit zu machen? Also wir brauchen jetzt entsprechende Reformen und Maßnahmen, die wieder Vertrauen auch in unseren Wirtschaftsstandort schaffen. Wir brauchen eine Planbarkeit, wir brauchen keinen Zickzackkurs, wir brauchen feste, verbindliche Werte. Das ist übrigens etwas, wofür die Union immer gestanden hat. Was ein bisschen gelitten hat, wenn ich das so sagen darf, in der letzten Zeit und wo wir wirklich darum bemüht sind, das auch wieder herbeizuführen. Ich glaube, das gelingt uns gerade auch in wirtschaftlichen Fragen. Wir sagen ganz klar, Entbürokratisierung eben nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich auch umgesetzt und ernst gemeint. Und ich darf Ihnen sagen, die Bürokratie ist inzwischen zu einer Last für dieses Land erwachsen. Das ist nahezu unermesslich. Und wenn wir als Abgeordnete gefragt werden, wo müsste man jetzt entbürokratisieren, dann kann ich Ihnen auch sagen, es ist ein derart großer Wust an Maßnahmen. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was es da alles gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, die Wirtschaftsverbände, 80 an der Zahl, nee, 50 an der Zahl, haben 80 Vorschläge gemacht gegenüber Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zum Thema Entbürokratisierung. 60 wurden davon überhaupt nicht angegangen, die restlichen teilweise angegangen und nur 5 vollumfänglich. Ja, und das zeigt eigentlich, wie gering der Wille am Ende ist, auch wirklich den Menschen das Leben leichter zu machen. Die Menschen da draußen sind nicht unsere Gegner, sie sind unsere Partner. Und das muss sich in unserer Politik widerspiegeln. Wir brauchen Maßnahmen, die Vertrauen erwecken und auch signalisieren, wir vertrauen dir, nicht durchregulieren und kontrollieren bis ins letzte Glied, sondern einfach auch mal einen Vertrauensvorschuss geben, ja, und Regeln abbauen, Kontrolle abbauen, Bürokratiepflichten, Dokumentationspflichten abbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Kostenfaktor hatte ich auch schon erwähnt. Ein weiterer wichtiger Punkt: Deutschland ist der teuerste Standort in der Welt, den wir haben, was Steuern angeht, was Abgabenpolitik angeht. Es ist einfach zu teuer, hier zu investieren. Sie werden das Geld nicht verdienen, was Sie erst ausgeben müssen. Und damit sind im Wesentlichen auch die großen Stellschrauben benannt.